Hallo, liebe Zuschauer, die Panik ist beendet. Ich habe einen Weg gefunden der Verpixelung. Ja, der gestrige Film hat einiges aufgewirbelt, habe ich gesehen. Viele Diskussionen haben da stattgefunden mit meiner, wie soll ich sagen, meiner Lösung mit der Mitgliedschaft und so. Natürlich war das eine Lösung, die nicht hundertprozentig war, aber in dem Moment fiel mir nur dieses ein. Ein kurzes Wort zu der Mitgliedschaft. Ihr braucht keine Mitgliedschaft mehr zu machen oder dran zu denken oder aus meinem Kanal auszutreten. Da waren auch einige dabei. Ihr könnt jetzt die Filme genauso sehen wie vorher, denn ich habe eine Lösung gefunden durch Hilfe eines Zuschauers. Ja, wie ich dieses Problem angesprochen habe gestern in dem Video, da hat sich einer gemeldet und er sagt, ja hallo, guck mal dahin, der YouTuber, der hat da auch wunderbar eine Verpixelung drin, auch die Nachverfolgung der Gesichter, das sieht gut aus. Habe ich mir dann auch angesehen, habe den YouTuber dann angeschrieben, in Pattaya ist der, und er hat mir prompt dann auch den Link geschickt von dieser Software. Hab die denn auch ausprobiert und siehe da, okay, sie ist eine Demo-Version erstmal. Auch unten ist denn der Name für alle anderen YouTuber, die darin Interesse haben, weil es ja gesetzlich vorgeschrieben ist. Obwohl, ich habe gestern mal geguckt, es sind noch so viele Videos aktuelle drin, wo keine Verpixelung ist. Also da wird bestimmt bei einigen noch was kommen. Und ich möchte in Ruhe schlafen können, nicht, dass ich immer die Angst haben muss, es zeigt mich einer an und bla bla bla. Nein, das Thema ist beendet. Also wie gesagt, die Software und dieser, wie soll ich sagen, Wasserzeichen ist unten im Film jetzt noch drin. Die Software kostet natürlich einiges. Das werde ich dann aufnehmen. Hobbys kosten eben halt Geld. Und damit läuft alles wie bisher in meinem Kanal. Ich habe zwar auch die Mitgliedschaft, das sind aber diejenigen, die gerne meinen Kanal unterstützen möchten. Die bekommen auch als Dankeschön, denn auch schon mal vorab Links von den Filmen, die ich schon fertig habe, als Dankeschön dazu. Aber das kann auch jederzeit immer wieder gelöscht werden. Ich habe auch mitbekommen, unterschiedliche Preise sind so ja da. Also hier in Thailand ist es billiger, die Mitgliedschaft, als in Deutschland oder Schweiz. Habe also gestern einiges da gesehen und habe auch daraufhin, da die Lösung da war und ich habe sie jetzt also auch umgesetzt, habe ich diesen Film dann gelöscht, was ich nie verstanden habe. Also einige haben panikartig die Abos abgegeben. Ich glaube, 38 haben die Abos gekündigt. Die werden dann vielleicht wieder zurückkommen. Es ist, wie gesagt, alles umsonst und alles gesetzeskonform. Ich möchte also, wie ich schon sagte, in Ruhe schlafen können, wenn ich die Filme mache. Ich habe jetzt auch vor, aufgrund dieser Software, dass ich also jetzt, weil ich glaube, ihr möchtet gerne sehen, was jetzt los ist hier nach Fisherman's Village. Dieser Film, es war bombastisch, eine richtige Party. Am 11. kommt der Film. Ich hätte nie gedacht, dass es so schnell wieder hochkommt alles. Das war also, sah so aus, also wie vor 3 Jahren. Und ich möchte gerne nach Chaw Eng und La Mai gehen und da auch durch die Straßen gehen. Und dann filmen und jetzt mit der Verpixelung, die automatisch geht. Ich brauche also nichts mehr, die Gesichter anzuklicken oder sowas. Das macht die Software alles von alleine. Werde ich euch auf dem Laufenden halten, wie es jetzt für euch Touristen hier auf Koh Samui aussieht. So, das wollte ich noch kurz erwähnen. Also keine Panik mehr. Die Community ist stark genug, auch eine Info rüberzugeben. Und nochmal, du weißt, du warst es, du hast mir den Tipp gegeben. Vielen Dank auch. Tschüss.